Ja, wir sind hier in unserer Werkstatt des historischen Motorsports und wir sind hier wegen diesem Beauty 962, das Auto, das 87 die Supersprint-Weltmeisterschaft gewonnen hat. Und wir haben dieses Auto wieder zurückgerüstet, Reverse Engineering sozusagen, zu seinem ursprünglichen Livery. Und Hans-Joachim Stuck ist heute da als Gast bei uns. Er hat das Auto seit dieser Zeit nicht mehr gesehen, sein Fahrzeug mit der Startnummer 17. You haven't seen this car in almost 35 years. It was like 87. Yeah. So what do you feel now? It is your personal reunion. If I put my sleeves up, you see the goose pimples, you know, definitely. I feel them. And this car, of course, means a lot to me because this was sort of my car, you know, because I was the only driver in this car. Der letzte Baustand war mit einem freistehenden Flügel und einer anderen Aerodynamik. Das Auto war schlicht weiß lackiert, so wie dann damals die Entwicklung beendet war. Und aber drunter wussten wir ja, es steckt da ein Siegerfahrzeug, das Sprintmeisterschaft gewonnen hat 1987 in diesem Livery mit dem Hans Stuck als Fahrer. Und das war Grund genug, das fehlende Puzzleteil aller Gruppe C-Derivate für uns wieder zurückzuführen. Of course, I can remember the time. We were busy with other projects, but it was always good to get a livery design as a job. And I received the request, can you do some sketches on the 962 using red and yellow and the Dunlop and Shell logos? And I literally only had a couple of days to do that. But although the racing cars were only moments in time, you know, only literally a couple of days drawing, and a couple of weeks, well, a couple of days in the paint shop, they are something that I remember more than my production cars. The car is handled in the old-fashioned way. We put on the lines using tapes. The painter then puts his painting tapes next to these tapes and then starts to paint. It's an incredible finish. They had about 3 weeks to work on the car compared to 3 days back in the day. And the car looks really super with it, with the amount of work they put into it. Ich glaube, in England hat Autosport, dieses Magazin, hat ihn zum besten Sportwagen ever erklären, weil er halt am längsten gelaufen ist und die meisten Erfolge eingefahren hat. Ja, wir haben ja von 82 begonnen und es ging ja dann, 88 haben wir werkseitig aufgehört und dann als GT ist er ja 94, hat er nochmal Le Mans gewonnen. Also, länger geht's nicht. So am Anfang, das war unser erstes Monocoque. Porsche hat bisher immer Rohrrahmen gebaut. Und wir haben, das war die Porsche-Art, wir machen alles möglichst selber, weil wir es vielleicht besser machen und schneller machen können, als wir geben es außer Haus. Und da hat man halt gelernt, einen Monocoque zu bauen, weil wir uns ja nur auf den Supercup konzentriert haben. Da hat man gesagt, ein Kurzstreckenrennen, da macht man das alles viel leichter. Und ja gut, BDK hat man natürlich weiterentwickelt. Und wir hatten ja vorher noch eine ganz lustige Geschichte. Wir hatten im Windkanal festgestellt, durch den Boxermotor gibt es ja diesen Kanal zwischen Motor und dem Hinterrad. Der Kanal war halt sehr limitiert, weil der Motor sehr breit war und die Hinterräder waren halt auf den 16 Zoll Maß. Und da habe ich dann einmal den Herrn Klotzbach angerufen und habe gesagt, also wenn wir den Kanal breiter machen könnten, würde das eine Menge
in der Effizienz der Aerodynamik bringen. Das würde aber heißen, das Rad muss schmäler werden, macht normal kein Mensch. Aber wir müssen im Durchmesser deutlich größer gehen. Wir hatten ja damals 17 Zoll Räder. Wir machen 19 Zoll. Dachte ich, wie groß wird denn das dann? Naja, schon. Ja. Und dann haben wir das gemacht. Er hat die Reifen gemacht und dann ist man in Ricard getestet und wir waren eine Sekunde schneller. Das war echt eine Überraschung. Ich wusste, irgendwas kommt demnächst. Aber dass genau das Auto jetzt komplett hergerichtet worden ist für heute, hätte ich mir nie erwartet. Das war also auch mein spezielles Auto, mit dem ich gefahren bin. Ganz bestimmte Beziehungen dazu. Und ich muss sagen, wie ich ihn dann gesehen habe, gab es Gänsehaut. Muss ich ehrlich zugeben. Wirklich. Ohne jeden Zweifel. Und jetzt bin ich hochgespannt. Ich habe das Auto wirklich tolle Erinnerungen mit dem Auto. Da sind ein paar Sachen drin von der Entwicklung her, die nicht für Langstrecke waren, sondern für Sprintrennen waren. Das Auto sehr scharf und sehr, sehr heiß zum Fahren gemacht. Bin gespannt, wie es wieder anfühlt. Auf jeden Fall. Mein erster Le Mans-Sieg auch, was ich immer in meinem Leben gewünscht habe, mal eines der wichtigsten Rennen der Welt zu gewinnen. Indy 500, Grand Prix Monaco oder Le Mans. Und wenn du das erste Mal auf dem Stocker stehst mit Derek Benn, Al Holber, das war schon ein tolles Gefühl. Und wie gesagt, für mich war die Zeit mit Porsche meine erfolgreichste in meiner Karriere. Ohne jeden Zweifel, gell? Dank Porsche. Muss man schon sagen. Kommen. Sitzt, du steigst ein, du weißt automatisch, wo welcher Knopf ist, wo wird der Ladedruck verstellt, wo wird das. Das ist unglaublich, wie sich das eingeprägt hat bei mir und es ist wie nach Hause kommen. Also leicht zu fahren stimmt überhaupt nicht, weil das Auto war nicht nur physisch, auch psychisch sehr anstrengend. Physisch, wir hatten keine Servolenkung, wir mussten manuell schalten. Wir hatten einen mega Abtrieb im Fahrzeug, das heißt, die Kurvengeschwindigkeiten waren sehr hoch, sehr hohe G-Kräfte. Da musste man schon wirklich fit sein. Und alle Versuche, auch damals Servolenkung zu bekommen, wurden abgelehnt von Herrn Singer. Ein Ausfallgrund, kommt nicht rein, ihr müsst trainieren, ihr fahrenden Burschen, hat er gesagt. Gell? Und dann natürlich auch die Rennlängen wie Le Mans, wenn du zweifach, dreifach Stint fährst, war unheimlich hart und ist auch heute noch, gar keine Frage. Ja, das ist für mich emotional. Also ich sehe, das Auto ohne vorbeifahrt auf der Gerade, ne, und das Design von dem Auto, das ist also sagenhaft für mich. The car has become so iconic. That I think it might distort your own perception a little bit, but I think seeing it again today, it still looks cool. Das Champions League Format, wenn du so ein Projekt fertiggestellt hast und hast die Leute auch noch dabei, die alle mit von der Partie waren damals und das heute dann wieder sind. Und dementsprechend durch ihre Emotionen, die ihr das dann zeigt, wie toll das ist dann schon ja, sehr befriedigend. Also ich darf ja nicht viel sagen, sonst wirklich freue ich mich zu sehr, aber so ein Tag wie heute, der wird sicher nie in Vergessenheit geraten. Die Chance gehabt zu haben, mit diesem Auto Rennen zu fahren, dann jetzt nach 35 Jahren wieder herzukommen, das noch Probe fahren zu können, das Erlebnis zu haben, einfach genial.